Herzlich willkommen zum Review des Lenovo IdeaPad 3i in der 14 Zoll Variante, hier mit dem Intel Celeron 63005, 4 GB Arbeitsspeicher und einer 128 GB SSD. Das Ganze gab es bei Amazon im Angebot für 179 Euro. Und was man für ein 179 Euro Notebook von Lenovo erwarten kann, das erfahrt ihr in diesem Video. Beginnen wir auch mit dem Design und der Verarbeitung des Notebooks. Auf der Oberseite, das sieht man hier ganz schön, das sieht so ein bisschen aus, als wenn das Aluminium wäre, ist aber im Endeffekt nur Plastik, sieht allerdings in echt sehr schön und auch irgendwie richtig hochwertig aus. Es ist nur eine glatte Plastikoberfläche und ich kann mir vorstellen, dass hier auch relativ schnell Kratzer drin sein werden, wenn man keine Hülle benutzt, da sich das Material doch relativ weich anfühlt. Ansonsten gibt es nur hier unten rechts den Lenovo-Schriftzug. Ansonsten sehr clean. Viele Leute finden das sehr schick. Ich finde das auch immer cool, wenn hier nochmal der Schriftzug der Firma groß draufsteht. Aber so wie Lenovo das macht, sieht das auch cool aus und vor allem mit der Aluminium-Optik. Ansonsten die Unterseite auch komplett in Plastik gehalten. Drei Gummifüße, Lüftungsgitter. Wir haben hier ein aktives Lüftungssystem mit einem Lüfter. An der Vorderseite gibt es zwei Lautsprecher, ansonsten nicht viel. Auffällig bei der Verarbeitung ist noch, dass wenn man das Notebook jetzt mal kurz aufklappt, hier an der unteren Kante die Verarbeitung nicht ganz so gut ist. Man hat hier also eine tatsächlich scharfe Kante. Sie ist nicht unbedingt scharf, aber sie ist tatsächlich spürbar. Es ist jetzt kein Abbruch in der Verarbeitung, aber man merkt es tatsächlich doch schon. Die Anschlüsse des Lenovo sind ganz ordentlich. Wir haben hier einen Ladeanschluss, einen USB-3-Anschluss, einen HDMI-Anschluss, USB-C und Kopfhörer- und Mikrofon-Kombo oder auch Kopfhörerausgang genannt. Auf der rechten Seite haben wir einen USB-2-Anschluss und tatsächlich einen vollwertigen SD-Kartenleser. SD-Karten werden im Gerät soweit versenkt, nicht mehr und nicht weniger, gucken also beim Betrieb raus und sollten so nicht transportiert werden. Das IdeaPad 3 bringt 1350 Kilo, also 1,3 Kilogramm auf die Waage und ist damit relativ leicht für einen so günstigen 14 Zöller. Wenn man jetzt noch das Netzteil dazu packt, steigt das Gewicht auf 500 67. Das sind dann 217 Gramm für das Netzteil nochmal. Die Maße des IdeaPads sind 32,5 mal 21,5 cm. Und an der dicksten Stelle hier hinten misst das Notebook 2,04 mm. Hier vorne 2,0201. Auf der Oberseite mit Tastatur und Trackpad finden wir die gleiche Optik wie auch auf dem Deckel des Notebooks. Auch diese Aluminium-Optik, die natürlich aus Plastik ist, sieht allerdings auch hier sehr, sehr hochwertig aus und sehr schick. Hier auch das Lenovo-Logo eingelassen. Hier ein Aufkleber IdeaPad 3 14 Zoll. Und hier unten der Intel-Sticker Intel 11. Generation. Die Tastatur kommt in einer normalen Größe. Lediglich die Hoch- und Runter-Tasten sind ein bisschen kleiner. Links, rechts in Originalgröße. Die Sonderzeichen hier oben, die Sondertasten. Die sind von links nach rechts Lautstärke stumm schalten, Lautstärke verringern, Lautstärke erhöhen, Mikrofon ein- und ausschalten, Bildschirmhelligkeit verringern, Bildschirmhelligkeit erhöhen, zweites Display einschalten, Flugzeugmodus, die Einstellung öffnen, mit dieser Taste lässt sich das Gerät sperren, aktive Programme wechseln, den Taschenrechner öffnen. Diese Taste ist, um die Lenovo Vantage App zu öffnen und hiermit wird ein Screenshot erstellt. Möchte man jetzt die F1, die F-Tasten in der zweiten Reihe so rum aktivieren,
dann hält man hier die Fn-Taste gedrückt und drückt entweder F1, F2, F3. Möchte man diese unteren F-Kasten allerdings dauerhaft aktivieren, hält man hier die Fn-Taste gedrückt und drückt einmal hier auf die Escape-Taste. Dann leuchtet die kleine Lampe und diese signalisiert, dass nun die F-Tasten aktiv sind. Wenn man jetzt wieder die Fn-Taste gedrückt hält und wieder aufdrückt, dann geht das Display wieder aus und wir haben wieder die ganz normalen Tasten lauter, leiser, etc. aktiviert. Das Tippgefühl der Tastatur ist gut. Die Tasten haben einen guten Hub, bieten allerdings keine Hintergrundbeleuchtung, sind also unbeleuchtet. Trotzdem lässt sich mit der Tastatur sehr gut schreiben. Die Tasten reagieren zügig und auch mit meiner Schreibmethode habe ich hier sehr wenig Fehleingaben gehabt. Auch das Trackpad ist in Ordnung. Es ist nicht das präziseste Trackpad. Wenn man jetzt also kleine Bewegungen auf dem Trackpad macht, kleine Kreise zieht, kann es sein, dass das Trackpad gar nicht reagiert oder nur sehr ruckhaft. Normale Bewegungen in normaler Geschwindigkeit werden aber zuverlässig umgesetzt. Eine kleine Besonderheit, eine kleine Sache, die mir hier aufgefallen ist, ist, dass sich das Touchpad, das Trackpad hier im unteren Bereich runterdrücken lässt. Das aktiviert allerdings noch nicht die Links- und Rechtsklick-Funktion. Dafür muss man nämlich, nachdem man das so ein bisschen runtergedrückt hat, nochmal drücken für den Linksklick und nochmal drücken für den Rechtsklick. Das ist eine kleine Gewöhnungssache, dass das hier so nach unten geht und dann nicht schon der Klick ausgeführt ist, sondern das nach unten drücken und dann noch ein bisschen döller drücken muss. Das ist eine kleine Gewöhnungssache, ist mir aufgefallen, aber nicht weiter schlimm. Was mir auch aufgefallen ist, aber in dieser Preisklasse gar nicht so schlimm ist, dass wenn man hier ein bisschen raufdrückt, dann verbiegt sich das Ganze so ein bisschen nach innen. Es ist also ein bisschen kann man diese ganze Tastatur, das merkt man auch beim Schreiben, runterdrücken. Das ist allerdings Meckern auf hohem Niveau. Ja, ganz klassisch hier rechts der Ein- und Ausschalter, kein Fingerabdrucksensor oder ähnliches, sondern einfach an und aus. Mit einer Lampe ist denn das Notebook gerade an, aus oder blinkt sie, dann befindet es sich im Standby-Modus. Das Touchpad erkennt Gesten wie Scrollen oder auch Zoomen einwandfrei. Hier gibt es keine Probleme. Ganz intelligent von Asus kann man mit den Tasten Fn und Q zwischen drei verschiedenen Energieprofilen schalten. Das ist zum einen das Profil Höchstleistung für maximale Leistung des Systems mit erhöhtem Verbrauch und dadurch eventuell verringerten Akkulaufzeiten. Ein ausgeglichenes Profil oder auch intelligente Kühlung genannt, die den besten Kompromiss zwischen Leistung und Akkulaufzeit findet. Und ein Energiesparmodus, der mit reduzierter Performance, mit reduzierter Leistung die längste Akkulaufzeit verspricht. Diese Funktion lässt sich über Fn und Q durchschalten. Das Display des Lenovos ist gar nicht schlecht, lediglich die Helligkeit ist nicht so hoch. Selbst in Innenräumen muss man schon mit der hellsten oder der zweithellsten Stufe arbeiten. Für draußen ist das Notebook nur sehr, sehr bedingt geeignet. Ich sitze jetzt hier mit einem Dachfenster im Hintergrund und wenn ich die Helligkeit reduziere, sieht man, glaube ich, schon ganz deutlich, dass man hier auch in diesem Bereich selbst bei höchster Helligkeit noch ganz leichte Helligkeitsunterschiede sieht, genauso wie hier durch die beiden Fenster. Heißt, das Display ist wirklich nicht so hell und nicht unbedingt für draußen geeignet. Allerdings in Klassenräumen, Seminarräumen oder in Hörsälen ist die Helligkeit völlig ausreichend, auch wenn man hier auf einer relativ hellen Helligkeit das Ganze laufen lassen muss, um damit gut arbeiten zu können. Das Display ist ein blickwinkelstabiles IPS-Panel, das heißt, man kann es aus jedem möglichen Winkel, auch von der Seite und von links und rechts, sehr gut ablesen. Das Display selbst lässt sich bis zu 170 Grad öffnen und ist damit auch zum Beispiel für die Nutzung im Bett sehr gut geeignet. Das Display-Scharnier wippt leicht nach, wenn man hier oben mal so ein bisschen gegendrückt. Man sieht das, glaube ich, dann wippt ein bisschen nach, aber nicht störend
und man schafft auch nicht, das Panel zu bewegen, wenn man das jetzt zum Beispiel schüttelt, nur ganz leicht. Man braucht also auch nicht Angst haben, dass das Notebook im Zug oder so das Display einfach umklappt. Das Scharnier hält es nämlich fest genug. Das 14 Zoll IPS Display löst natürlich mit einer Auflösung von 1920 mal 1080 Pixeln auf. Das ist eine Full HD Auflösung und die ist für die Größe des Notebooks völlig ausreichend. Alle Inhalte werden scharf dargestellt, Text lässt sich gut lesen und es gab auch sonst keine Probleme mit der Darstellung. Eine sehr schöne Funktion aller modernen Lenovo-Geräte und so auch das IdeaPad 3i ist, dass, wenn man das Gerät aufklappt, lässt sich durch einen Schieberegler hier drüber manuell versperren. Die Kamera wird dabei nicht deaktiviert, es wird einfach nur eine schwarze Blende vor die Webcam geschalten, wodurch sie dann sozusagen deaktiviert ist. Klappt, sich das Gerät sofort einschaltet. Das ist ganz cool. Wenn man das Gerät nämlich aufklappt, braucht man nicht extra nochmal auf den Anknopf drücken, sondern das Gerät fährt sofort hoch. Wenn das Gerät heruntergefahren ist, benötigt es ...22 Sekunden, um hochzufahren. Okay, gucken wir uns mal die Leistung des Geräts so im Alltagsbetrieb an. Ich bin jetzt im Akkumodus und die Einstellung steht auf intelligente Kühlung. Das ist dieses Symbol, das wäre der Stromsparmodus und das Höchstleistung. Wir stehen auf intelligente Kühlung, sind hier im Akkubetrieb. Genau, wir gucken einfach mal, wenn wir jetzt zum Beispiel den Explorer öffnen, wie schnell geht das vonstatten, wie schnell wechselt er hier hin und her. Da sieht man, die Leistung ist eigentlich ganz gut hier. Wir gehen mal dieser PC, dann hier auf die SSD und öffnen einfach mal beliebig irgendwelche Ordner. Gehen mal zurück. Das klappt alles einwandfrei. Da gibt es keine Verzögerung. Öffnen wir mal CPU Z und gucken uns einfach mal die Daten des Gerätes an. Öffnen das Ganze mal, warten mal, bis es hochgeladen ist, ob es denn funktioniert. Und das lädt auch gut. Wir sehen, wir haben hier einen Intel Celeron CPU, einen 6305 mit 1,8 GHz. Wir haben zwei Cores mit zwei Threads, kein Hyper-Threading, aber eine 15 Watt TDP. Mainboard ist ein Lenovo. Wir haben hier 4 GB DDR4 Arbeitsspeicher im Single-Channel 64-Bit-Anbindung drin. Das heißt also, wir haben auch einen freien Slot, der noch bestückt werden kann. Das heißt, hier ist auf jeden Fall die SSD, der RAM auch aufrüstbar. Als Grafikkarte kommt eine Intel UHD Graphics, gucken wir uns nachher auch nochmal an. Und wir können jetzt hier einfach ganz schnell mal einen Benchmark machen, einen Benchmark von CPU Z. Das dauert ja nicht lange und dann kann man sich ganz einfach die Werte hier mal angucken und das mit den Werten seines eigenen PCs vergleichen. Ja, wir haben jetzt 467 Punkte Multiscore und 229 Punkte oder 230 besser gesagt im Single. Als nächstes gucken wir uns mal ein paar Benchmark-Ergebnisse an. Ich habe hier ein paar Benchmarks laufen lassen und zuerst fangen wir mal an mit Cinebench R15. Immer ein ganz guter Benchmark, um mal die CPU-Leistung auszulesen und da ist mir was Interessantes aufgefallen. Wir haben ja diese drei Profile hier durchgesprochen, Stromsparmodus, Höchstleistung und den intelligenten Modus. Und jetzt gucken wir mal auf diese Zahl hier und gucken mal, was passiert, wenn wir jetzt vom Höchstleistungsprofil in das intelligente Kühlungsprofil wechseln und dann wieder in das Stromsparprofil. Man sieht an diesen drei Werten, die schwanken wirklich nur ganz minimal und vor allem ist der Stromsparmodus auch stärker als der intelligente Kühlungsmodus. Das gleiche, das sind jetzt Tests aus dem Akkubetrieb. Hier haben wir 120, 125 Punkte ungefähr im Durchschnitt. Und wenn wir dann auf Netzbetrieb gehen, da haben wir 150 Punkte respektive im höchsten Leistungsmodus 156, im intelligenten Kühlungsmodus 148 und den Stromsparmodus habe ich im Netzbetrieb nicht getestet, weil wer benutzt im Netzbetrieb bitte den Energiesparmodus? So, was fällt uns bei diesen Werten auf, wenn wir die so nehmen? Uns fällt auf, dass die wirklich nur minimal schwanken und das sind tatsächlich Messtoleranzen. Das bedeutet, zumindest im CPU-Test macht es keinen Unterschied, benutze ich das Höchstleistungsprofil, benutze ich das Profil intelligente Kühlung
oder benutze ich den Stromsparmodus. Die Leistung der CPU ist immer annähernd gleich. Jetzt gehen wir über zu Geekbench 5. Das ist der CPU-Score, zu dem kommen wir später. Geekbench 5. Geekbench 5 ist auch ein Benchmark-Tool. Das misst so die Real-Life, sagt man, Performance, also die echte Performance im Alltagsbetrieb durch simulierte Tests. Auch hier fällt uns was auf. Das ist jetzt zum Beispiel der Höchstleistung im Argo-Betrieb. Single-Core 625, Multicore 1133 Punkte. Das ist der Wert mit intelligenter Kühlung. Das ist der Wert im Stromsparmodus. Das ist der Wert im Netzbetrieb Höchstleistung. Und das ist der im intelligente Kühlungsmodus im Netzbetrieb. Was fällt einem auch an diesen Werten auf? Die sind fast alle annähernd gleich. Außer dieser kleine Ausschlag hier, vor allem das Ganze im Netzbetrieb und der intelligente Kühlung, was schon mal komisch ist, weil wer hat denn im Netzbetrieb weniger Leistung als unterm Akku? Aber wir sehen auch hier, das ist wirklich nur Nesttoleranz. Das sieht man vor allem an dem Single-Core-Wert, denn der ist irgendwie immer gleich. Das heißt, auch hier spielt eigentlich gar keine Rolle, welches Profil ich benutze, ob ich jetzt in Energiesparmodus bin, Höchstleistung oder intelligente Kühlung. Das Einzige, was am Stromsparmodus macht, ist das Display insgesamt dunkler. Das heißt, ich kann also am besten den intelligenten Kühlungsmodus benutzen, denn dann bin ich immer auf der besten Seite. Ich brauche also das Ganze gar nicht irgendwie variieren. Wir testen jetzt mal ein paar Word-Dateien, Excel und PowerPoint, weil ich denke, das sind so die Hauptdinge, Office-Anwendungen, die man hiermit macht. Und öffnen wir einfach beispielsweise mal Word, Microsoft Word 365. Und dann sehen wir gleich, dass wir mit diesem neuen Gerät auch ein Jahresabo von Microsoft 365 erhalten. Das ist hier mit bei. Zusätzlich gibt es auch 1 Terabyte OneDrive Cloud-Speicher. Wir sollen uns jetzt in unserem Microsoft-Account anmelden bis 13. Dezember 2022, um unser Angebot in Anspruch zu nehmen. Wir haben ja mal eine Word-Datei und das funktioniert alles super. Wir können hier rein und wir können hier dann auch irgendwie mal was reinschreiben. Hallo Welt 1, 2, Quatsch, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So ungefähr können wir auch einfach reinschreiben. Das funktioniert gut. Auch das Verschieben und Anpassen von Bildern hier durch den Textumbruch zum Beispiel einfach mal vor den Text packen, das funktioniert auch, lässt sich alles einmal frei bearbeiten, auch durch große Dateien lässt sich hier an dieser Stelle durch die gute schnelle SSD auch einwandfrei scrollen, bei Word gibt es also keine Probleme. Excel ist immer ein bisschen aufwendiger, hier nur eine kleine Excel-Tabelle, wenn wir jetzt mal hochscrollen, sehen wir allerdings schon, hier stockt es ein bisschen, Excel ist eben ein bisschen anspruchsvoller. Hier muss man schon ein bisschen Zeit mitbringen, um mit dem Ganzen zu arbeiten. Aber insgesamt funktioniert das doch noch ganz gut. Als nächstes gehen wir rüber zum PowerPoint-Sample. Hier gibt es dann eine PowerPoint und hier kann man auch sich erstmal anmelden. Aber hier kann man auch alles Mögliche dann einstellen. Und wir gucken auch mal, wenn wir die PowerPoint jetzt mal starten. Dann sehen wir auch, wir können hier super gut durchklicken. Nur und animierter Text, der funktioniert auch einwandfrei. Ist jetzt nicht so, dass der irgendwie ruckelt oder sonstiges, sondern das funktioniert auch sehr gut. Also auch PowerPoint ist mit dem Notebook gut machbar. Als nächsten Test werden wir mal das Internet testen. Öffnen wir einfach mal den Internetbrowser und navigieren hier zur Seite bild.de. Nicht, weil ich da die so toll finde, sondern weil das mal ein gutes Beispiel ist für eine wirklich sehr überladene Seite. Und wenn Bild schnell lädt, dann kann man eigentlich sagen, dass das Notebook insgesamt ganz gut funktioniert. Man sieht hier, er lädt noch, er lädt noch, er lädt noch. Es braucht also noch ein bisschen, bis die Seite geladen ist. Jetzt kommt die Werbung und dann ist die Seite auch schon fertig und man kann hier eigentlich auch relativ flüssig scrollen. Die Werbung kommt hier immer wieder mit runter. Das funktioniert auch, wenn wir jetzt hier beispielsweise einfach mal auf irgendeinen beliebigen Artikel draufklicken. Der lädt eigentlich auch in einer vernünftigen Schnelligkeit, sodass man hier eigentlich auch gleich lesen kann und die Anzeigen, die laden nach. Das funktioniert gut. Gucken wir mal YouTube an, youtube.com. Wechseln wir mal hin. Braucht auch wieder einen Moment. Es ist wirklich nicht das allerschnellste Gerät.
sieht man hier wieder und auch YouTube-Videos. Gucken wir uns mal 4K-Video beispielsweise an. Zum Beispiel das hier, ein 4K-Video. Machen das mal in Fullscreen. Werden mal die Statistiken anzeigen lassen uns und die Werbung schnell mal überspringen. Wie viel Werbung kommt hier? Viel Werbung. Genau. Überspringen wir das mal. Gut, jetzt haben wir hier eine Auflösung eingestellt, 1080p. 1080p, okay, es wurde zwar 4K gesagt, aber na gut. Wir sehen hier, wir haben ein Warp-Frame, das ist aber kein Problem, aber wir sehen, das läuft hier in 30 FPS bei 1080p wirklich sehr gut, sehr flüssig. Wir können auch mal vorspulen. Hier, er lädt auch sofort das Ganze, jetzt kommt gleich wieder eine Werbeanzeige. Dann wechseln wir einfach das Video mal und gehen mal hier auf das Video rüber. Machen wieder den Vollbildmodus an und gehen jetzt hier. Achso, wir sind noch in der Werbung. Überspringen die mal und gehen jetzt hier zum Beispiel einfach mal in 1080p und gucken, ob wir Frames droppen. Wir haben hier einen Frame Drop bei 60 FPS. Normalisiert er sich wieder? Ja, es sind nur ein paar Frames, die droppen. Nichts Schlimmes. Man kann also Videos gucken. Wenn wir Pause machen und abspielen, funktioniert das auch. Das Bild wirkt insgesamt flüssig hier auf dem Display. Da ist eigentlich alles gut. Das heißt, mehr als 1080p sollte man sich auch auf diesem kleinen Notebook nicht angucken brauchen. Das funktioniert alles einwandfrei. Kommen wir auch schon zum abschließenden Fazit zum Lenovo IdeaPad 3i. Das Gerät ist gut verarbeitet, sieht durch die Aluminium-Oberseite oder Aluminium-Look-Oberseite, es ist ja immer noch Plastik, auch sehr schick aus, wie ich finde. Es wirkt nicht billig, ist aber für 179 Euro wirklich eine Kampfansage. Hier muss man allerdings bedenken, dass man hier kein super schnelles Leistungsträgergerät bekommt. Aber wer zum Beispiel für die Schule oder auch einfach für in der Uni ein Gerät sucht, ein leichtes, kompaktes Notebook sucht, vielleicht sogar für zu Hause, weil man einfach nur seine Steuersoftware zum Beispiel auf dem Gerät laufen lassen will oder irgendeine Buchhaltungssoftware oder ähnliches oder einfach mal ein Word-Dokument bearbeiten muss, eine Excel-Tabelle bearbeiten muss oder einfach eine PowerPoint zu Hause vorbereiten oder einfach mal ein großes Display haben will, für den ist dieses Gerät eigentlich super geeignet. Wir bekommen eine Akkulaufzeit, das kann ich nochmal zeigen, von ungefähr 3 Stunden. Ich habe jetzt viel High-Performance-Sachen gemacht. Ich habe auch das Display auf voller Helligkeit gehabt. Ich würde sagen, hier sind so 5 Stunden ungefähr realistisch drin. 4 bis 5 Stunden, je nach Nutzung, wenn man das Display dann wirklich auf sehr dunkel stellt. Ansonsten bleibt mir nichts weiter zu sagen, als ich würde mich sehr über ein Abo freuen. Auch wenn du dieses Video vielleicht nur für diesen einen Laptop angeguckt hast, würde ich mich doch freuen, wenn du mir vielleicht einfach zeigst, dass dir das Video geholfen hat bei deiner Kaufentscheidung, dass du vielleicht jetzt mehr über den Laptop weißt, ob du ihn kaufst oder nicht und mir das einfach ein bisschen symbolisierst, dass ich weiß, dass dieses Video dir irgendwie geholfen hat und dass ich vielleicht ähnliche Laptops im günstigen Preissegment austeste und dann entsprechend weiter die Motivation bekomme, hier Videos auf diesem Kanal zu posten. Das war's von mir. Ich wünsche dir noch einen schönen Resttag. Wir hören uns beim nächsten Video und ciao.